So, ich hoffe, das funktioniert jetzt mit den Videos. Und mir wäre jetzt genau das gleiche passiert wie bei meinem geheimen Halloween-Kalender. Da habe ich gebastelt, noch dran gedacht, ah, machst du dann schön ein Video? Und dann habe ich es eingepackt. Und als es eingepackt war, war Essig mit Video. Ja, so, das ist jetzt der Kranz für den Halloween-Wichteltausch. Da gibt es einen Sargkranz, wie man sieht. Ja. Genau. Da oben das Schnibbelchen ist zum Aufhängen. Dann ist ja allerlei drauf. Und in der Mitte ist eine selbstgehäkelte Mütze mit Spinnenweben und Spinnen und allerlei Kriechzeug. Und dann gehört die kleine Beigabe hier noch dazu. Das ist so ein Heftchen. Das habe ich mir noch schnell zurechtgefummelt. Da hatte ich auch schon die Schleife drum. Also, ne? Ja. So, dann machen wir das mal auf. Hier habe ich Kürbisse drin. Weil das mein Lieblingskürbis ist, packe ich ihn einfach bei ihr auch mit rein. Dann habe ich hier 6x Frankie, je 2 in verschiedenen Farben. Hier gibt es Kürbisse, die habe ich erst gestempelt, dann ein bisschen aufgehübscht und da oben so ein Stanzteil draufgeklebt und mit der Hand vorher ausgeschnitten. Hier genau das gleiche. Genau, und hier habe ich nochmal eine Hexe, ist klar. Hier habe ich nochmal eine Katze. Und hier habe ich Süßigkeiten drin von dem Sarg, den ich in meinem Wichtelchen drin hatte, weil ich ja die Süßigkeiten nicht esse. Und da dachte ich mir, dann kann ich die auch hier schön weitergeben. Ja, wenigstens ein Teil davon. Dann ja, hoffe ich, dass mein Wichtelkindchen Spaß hat mit seinem Kranz.